SG Tirol. Dennoch machte Trainer Ernst Happel seine Ankündigungen nach dem Debakel im Europacup gegen Real wahr und eliminierte einige Stars, gleich vier Teamspieler, nämlich Streiter, Linzmeier, Hörtnagel und Packold und dazu auch noch Torhüter Klaus Lindenberger. Ein paar Herren werden Augen machen, das hat Trainer Ernst Happel vor dem Spiel gegen die Vienna angekündigt. Nun, vier Teamspieler hat der Unmut des Trainergurus aus Tirol getroffen. Lindenberger, Hörtnagel, Backhult dürfen sich das Match erste Reihe fußfrei von der Ersatzbank aus anschauen. Würde Wiener Trainer Felix Latzke solche disziplinären Maßnahmen ergreifen, könnte er bei seiner Kadergröße die Jugendmannschaft mit Freddy Trabitz als Libero aufs Feld schicken. Innsbruck im hellen Dress spielt von links nach rechts. Bei den Döblingern fehlt nach wie vor Ondra verletzungsbedingt. Gorosito. Schnellrieder für Westerthaler. Und er verzieht. Jauck deckt Danek, Salaba, Westerthaler und auf der Gegenseite kümmert sich Brudlo um Balzis und Schnellrieder um Spielmann. Jenisch. Für Herraff. Balzis kommt dann noch an den Ball. Reimmeier und Spielmann hat geschossen. Die Wiener von Beginn an, die Mannschaft, die offensiv orientiert ist, Tirol versucht, über schnelle Konterangriffe und da vor allem über Westerthaler zum Erfolg zu kommen. Herraff. Reimmeier. Findet keinen Anspielpartner, versucht ein Solo. Hassler anstelle von Lindenberger im Tor der Tiroler. Trabitz. Noch immer Trabitz. Für Herraff. Kommt hier etwas zu kurz und Watzinger zurück zu Hassler. Etwa 1500 Zuschauer auf der hohen Warte, Balzis. Und zu spät kommt der Spielmann. Der Kampf Mann gegen Mann steht im Vordergrund, das spielerische Niveau ist eher mäßig. Mader. Und Abseitsentscheidung, Aufregung. Bei Wiener Trainer Latzke, Schiedsrichter Grabherr schreitet ein. Die Wiener kommt in der ersten Hälfte zu den besseren Möglichkeiten, wenn auch nur wenige Chancen als gute Torchancen zu bezeichnen sind. Schnellrieder, Westerthaler und er trifft die Latte. In der Wiederholung, Westerthaler sprintet hier in den Pass von Schnellrieder hinein und trifft nur die Latte. Das war die beste Möglichkeit für die Tiroler. Konterversuch, Wiedreis ist hier hängen geblieben. Balzis bewegt sich sehr viel, läuft sehr viel. Hier schießt er aber etwas überhastet. Und Hassler, die Torleute haben auf den glitschigen Boden natürlich Schwierigkeiten. Oft Fehlpasses, die den Spielfuß unterbrechen. Herraff, Spielmann! Und er scheitert an Hassler. Die beste Möglichkeit der Wiener vor der Pause. Dann Reimmeier, sieht Jenisch. Torhüter Hassler lenkt den Ball zur Ecke noch ab, aber Schiedsrichter Grabherr entscheidet kein Eckball. Pausenstand auf der hohen Warte 0:0. Nach dem Seitenwechsel spielt anstelle von Hartmann Hörtnagel. Und dieser Schuss war von Russ gleich in der Wiederholung. Russ kommt von hinten, nimmt den Ball direkt und trifft die Außenstange. Der zweite Stangenschuss von Tirol. Trabitz, Doppelpass, Trabitz, Foul an Trabitz, Freistoß für die Wiener, etwa 35 Meter, Jenisch,
und sehr gut reagiert von Hassler. Hier sehen wir Teamchef Friedl, der mit der Leistung auf der Homewarte beider Mannschaften nicht zufrieden war. Wieder Trabitz kann sich hier durchsetzen und vergibt die beste Möglichkeit nach der Pause zum Führungstreffer für die Wiener. Watzinger, Gorosito und Angerer. Ja, diese Schüsse sind auf diesem glitschigen Boden gefährlich. Jetzt Russ und Jauch rettet zur Ecke. Eckball für den FC Tirol. Gorosito und Danek. Happel bringt dann Backhult für Westertaler ins Spiel. Dann wieder Balzis. Unerhörtes Laufpensum. Mit großem Einsatz. Der Ball wird abgefischt von Watzinger und trifft die Latte. Das war jetzt Glück für den FC Tirol. Das Spiel zwischen Vienna und Swarovski Tirol endet 0:0. Heinz Beischl, aus Ihrer Sicht kein gutes Spiel und ein gerechtes Ergebnis? Ja, ich glaube, so kann man das im Großen und Ganzen sagen. Es war sicher kein sehr gutes Spiel, also spielerisch sicher auf einem sehr tiefstehenden Niveau. Die beiden Mannschaften haben, glaube ich, auch aufgrund des Wetters sehr gekämpft und verbissen versucht, eben den einen Punkt zu machen, was letzten Endes vielleicht für beide verdienter Punkt war. Ihr Trainer Ernst Happel hat einige Nationalspieler nicht berücksichtigt heute. Hat er dadurch die Mannschaft geschwächt oder gestärkt? Das ist eine schwierige Sache. Natürlich geschwächt, glaube ich, weil wir spielerisch doch einige potente Herren auf der Bank bzw. auf der Tribüne sitzen haben gehabt. Aber ich glaube, wir müssen mit dem leben. Der Trainer ist unser Chef und der bestimmt die Sachen und wir müssen uns danach richten. Happel hat vor dem Spiel auch kritisiert, dass die Mannschaft derzeit mit zu wenig Herz und zu wenig Hirn spielt. Teilen Sie diese Ansicht des Trainers? Ich glaube nicht ganz, weil Herz kann er nur meinen, die Einstellung und die Einstellung, glaube ich, zu sagen können, dass die bei uns hundertprozentig stimmt. Ja. Und mit Hirn, das ist natürlich auch begrenzt von den jeweiligen Spielern, wie weit sie über spielerische potenzielle Mittel verfügen. Ja. Ralf Balzis, hat die Wiener einen Punkt gewonnen oder einen verloren? Naja, gut, jetzt. Ich glaube, wir haben einen Punkt verloren, weil wir im ganzen Spiel überwiegend die bessere Mannschaft waren. Trotz zwei Pfostenschüsse von Tirol, meine Chance, die hätte drin sein müssen. Und in der ersten Halbzeit gerade haben wir noch gute Chancen gehabt. Also ich glaube, wir haben einen Punkt verloren. Aber besser einen als gar keinen.